geht ab. Wir sind Bergen mit Pokémon Blau hin. Und zwar, falls dein oder andere schon bemerkt hat, diesmal in einer geileren Qualität. Eine höhere Auflösung, eine etwas höhere Bitrate. Warum das? Und das sogar lagfrei? Das ist die jetzige Auflösung, die ich auch für die letzten beiden Streams genommen habe. Das müsste also von der Auflösung 480p sein. Dann später im Video natürlich hochgerendert zu 720, aber Auflösung müsste 480p sein. Mit der Bitrate müsste das ungefähr auf 560 oder 580, 620, irgendwie sowas sein. Also close zu 720, aber ich glaube, den Unterschied wird man merken. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt ein Team-Recap. Ich bin übelst happy, Leute, wir haben die 90 Abos geknackt. Und ja, so, in der letzten Folge haben wir natürlich Roserade erhalten, übelst geil, deswegen fangen wir auch direkt damit an. Roserade 24, Staraptor 36, Luxtra aka Lucio 35, Panferno 42, alter, so ein Tier. Evoli immer noch 27, wird sich auch nicht weiter leveln momentan, weil wir einen Glaciola wollen und nicht, dass es nachher keine Attacken mehr lernt etc., ihr wisst Bescheid. Und natürlich zu guter Letzt Azumarill 29. So, Azumarill müsste, glaube ich, EP-Teil haben. Wir haben Roserade auf 34. Okay, so. Wir sind in der Eiseninsel, sind von der Höhle jetzt raus und hier rausgekommen. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Ah, okay, hier geht es dann wieder zurück, oder? Weil wir jetzt mit der Höhle fertig sind. Jo, wir sind mit der Höhle fertig. Dann geht es wieder zurück. Verstanden, du möchtest irgendwo hin? Ja. Ne, wir fragen nicht mal, wohin. Wie mit dem Jetski-Boot einfach Richtung. Möchtest du irgendwo hin? Ja, machen wir mal. Irgendwo hin. So. Pokémon Senna. Ich weiß nicht, wie unsere Pokémon. Unser Pokémon war natürlich voll, aber ich weiß nicht von den Attacken her, ob die voll waren. Deswegen würde ich doch gerne einmal safe heilen. Und wie war euer Wochenende so? Was habt ihr gemacht? Habt ihr gefeiert? Oder habt ihr vielleicht sogar unsere Streams, beziehungsweise ich sage ja dazu immer unser oder meiner, dazu unser oder wir etc. Ich sage immer nie so ich muss noch oder ich habe das und ich habe das erreicht und ich mache. Ich sage immer wir oder uns. Ja, immer. Also ihr wisst, was ich meine, weil der Channel ja ziemlich Community-bezogen ist. Ich glaube, das muss der eine oder andere jetzt gerafft haben, sag ich mal, oder die da neu zu kommen. Willkommen zu einem Community-bezogenen Kanal. Natürlich nicht alles, ne, das war ein bisschen zu krass, aber die meisten Sachen. So, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Warte mal, warte. Obwohl. Herr Ursula wollte uns ja ein Pokémon geben. Aber müssen wir das Pokémon annehmen, ist die Frage. Um weiterzukommen. Ich habe mich jetzt auch nicht schlau gemacht oder so, weil ich bin momentan so übertrieben in der Sucht von Dokkan Battle, also Dragon Ball Z auf Deutsch dann, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Oh, ich bin da so in der Sucht drin und ich habe auch die ganze Zeit gestreamt und dies, das, Ananas. Aber ich sehe gerade, hier rechts unten, da wo jetzt zum Beispiel das Plus ist und so, da beim Overlay, da ist so ein schwarzer Rand rechts. Ich fix das einfach beim nächsten Mal. Ich fix das nicht jetzt, das wäre jetzt unnötig. Reisekarte weg, damit brauchen wir nicht. Wir sind hier. Was ist hier oben? Blitzach. Kommen wir jetzt dahin, weil wir ja jetzt voll im Stärke haben. Warte mal. Zu Elisos müssen wir oder so, ne? Warte, wo war Elisos nochmal? Trostor. Elisos müsste hier sein. Jawohl. Weil Elisos war eine Höhle, das weiß ich noch. Die Folge hieß nämlich Planlos durch Sinnoh. Und da mussten wir Stärke einsetzen, um nach oben bzw. nach unten zu kommen. Und da wir jetzt Stärke haben, hat unsere VM-Bits Stärke gelernt. Ach, wir haben die VM-Bits vor allem. Ja, ja. Mhm. Die VM-Bits haben wir gar nicht am Start. So. Schaltet den PC ein. Ja. Bewegen. Bewegen geht meiner Meinung nach am schnellsten. Bewegen. Pokémon-Team. Tausch.
Ja, aber ich will noch das Item. EP-Teiler nehmen. Jo. Okay, und jetzt ablegen. So. Perfekt. Jetzt haben wir unsere VM-Badge wieder am Start. So. Wir haben unsere VM-Badge am Start. Das Overlay müsste ich jetzt im Prinzip aktualisieren, aber wie gesagt, ich mache das ja mit OBS. Und dafür müsste ich dann wieder im Prinzip eine neue Aufnahme starten. Aber komm, das mache ich einfach. Ist ja scheißegal für euch, ne? Für euch ist ja im Prinzip dasselbe. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mit dem aktualisierten Overlay. Oh, so, willkommen zurück. Hier sind wir auch wieder mit dem aktualisierten Overlay. Kann man da... Da kann man nicht mit Stärke hoch, oder? Da kommt man doch irgendwie... Ein Pokémon kann diesen Feld bewegen. Ja, ich sollte auch vielleicht nochmal so Stärke Pokémon beibringen. Ja, und unser VM-Badge kann es nicht. Total unnötig jetzt den Cut gemacht, aber... Okay, whatever. Wir brauchen ein Pokémon, das Stärke kann. Fuck. Damit hätte ich doch rechnen müssen. Hashtag professionell. Nicht. Aber egal. Macholo müsste Stärke können. Solange kann man die Evoli rausnehmen. Weil wir es ja eh nicht brauchen momentan. Beute, Stärke. Ja. Perfekt. So. Jetzt wieder einen Cut zu machen für das Overlay. Tut mir leid, werde ich nicht machen. Jetzt haben wir einfach nochmal Evoli im Team. Ist jetzt ein bisschen unprofessionell, aber... Ja. Wie gesagt, das habe ich am letzten Video angesprochen, alles, warum ich nicht das Overlay dann mit dem Videobearbeitungsprogramm bearbeiten kann. Falls ihr nicht wisst, warum, zieht euch einfach die... Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen. Ja, wie wär's mal, wenn du Stärke aktivierst? Dreckiges Nazi-Spiel, du. Du bist entkommen, so. Ja, meine Fresse, dass du das nicht so sagst, möchtest du jetzt Stärke aktivieren? Das ist erst einsetzbar, wenn ein neuer Orden errungen worden ist. Haben wir den Orden nicht gemacht? Bin ich jetzt komplett dämlich? Also man sieht schon, wie ich raus bin. Wir haben doch den Orden besiegt, oder? Oder sind wir zuerst nach Fleetburg gegangen? Ha. Wenn wir den Orden noch nicht besiegt haben, werden wir den jetzt machen, weil danach kann ich ja das Overlay wieder aktualisieren. Dann würde sich das auch lohnen. Ich save mal eben. Speichere eine Menge Daten. Bitte warten. Okay, wie lange willst du noch speichern? Ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Speicher 1 GB groß ist oder so. Dankeschön. Nee, hier waren wir noch nicht. Nach was für einem Orden kann das aussehen? Wir können auch den Typen ansprechen, dann wissen wir es. Hey du da, zukünftiger Champ, der Rennleiter hier setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, daher musst du sie mit kräftigen Angriffen treffen. Stahl. Panferno sollte doch eigentlich da durchkommen, oder? Oder was ist nochmal ganz effektiv gegen Stahl? Eigentlich Feuer, oder nicht? Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Sehen wir ja aber dann. Das sehen wir ja da mal. Dün, 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 dün.
Jo. Wow. Hat keinen Schaden gemacht, aber immerhin ein Burn. Kreideschrei, dein Ernst? Macht Kampf gegen Stahl Schaden? Ich glaube eher weniger, weil wenn man mit einer Faust gegen Stahl hauen würde, aber ich will es mal probieren. Macht auch effektiven Schaden, okay. Gut. Und wir sind verwirrt, 100 Pro. Doch nicht? Was hat die Attacke jetzt gebracht? Kann aufgrund von Folterknecht die Attacke nicht zweimal hintereinander einsetzen. Verstehe. Okay, gut. Das heißt, Panferno macht den Orden solo. Das ist doch mal angenehm. Ich habe nie aufgegeben, aber auch leider nie gewonnen. Ja. Passiert halt, wenn man kacke ist. Hey, ich möchte kämpfen, Elektriker. Keine Ahnung, Joe, Bob, Tyrone. I don't know. Arbeiter Jupp. Sein Name ist echt Jupp. Okay. So, hier wird auf jeden Fall ein Nahkampf in die Fresse reingehauen. Warum nicht? Könnte zwar verfehlen, aber who gives a fuck, right? Verteidigung und Spezialverteidigung sinkt. Ist okay. Akzeptiere ich. Nimm ich hin. Hätte eh nur ein Pokémon gehabt. Hihihi. So. Was müssen wir hier machen? Wow. Okay, der Fahrstuhl hat es eilig. Okay, das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Hi, Ursula. Ein Ass hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was das für einen Anfänger wie dich bedeutet. Ich werde dich sowas von stören. Ach, das ist ein Mann, oh. Ich hab nichts gesagt. Warte mal, ist das nicht Stahlkäfer? Wenn wir Flammrad machen, sind wir nicht vielfach effektiv? Let's see. Ich glaube eher weniger. Oh, könnte sein, keine Ahnung, weil das ist immer noch eine Sache, die ich beim Pokémon scheiße finde, ist, wenn man zweifach effektiv ist, kann von mir aus der Balken, so wie er eben gerade war, depleten, also weggehen, aber wenn man vierfach effektiv ist, finde ich, sollte der Indikator sein, dass es richtig so innerhalb von einer Sekunde einfach so deleted wird, sag ich mal, im Prinzip, die Health Bar. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ene Minimistis rappelt in der Kiste. Wir gehen wieder rechts, weil wir immer im Stream bis jetzt rechts lang gegangen sind. Okay, hat sich erledigt. Wir gehen im Stream nicht mal rechts lang. Im Stream, sag ich noch. Ich bin noch im Stream-Fieber, Leute. Im Video. So, tut mir leid. Fuck. Okay, wir gehen hier oben lang, weil er ein Trainer ist. Das kann nur richtig sein. Obwohl, wenn wir hier oben lang gehen, werden wir 100 pro Runden lang und unten lang kommen. Unten ist ja auch ein Trainer. Und da wird dann 100 pro eine Sackgasse sein. Aber wir leveln. Ich freue mich übertrieben, nach Pokémon Platin die blattgrünen Randomize zu spielen mit den eigenen Randomize-Regeln. Oh, das wird richtig cool. Das wird richtig cool und dann freue ich mich auf eure Kommentare, vielleicht auf eure RIP-Kommentare, so emotionale Kommentare, wie ich sie immer aufbaue. Ja, Karma. Sorry. Ja, das war jetzt kein guter Zeitpunkt zu husten, aber das war Instant Karma. Gut, Stalos sollten wir, glaube ich, mit einem Nahkampf töten können. Hoffe ich. Close Combat, macht es Dedet? Ja, macht er Dedet. Nice, das war ein Crit. Wenn er danach noch einen Stalos hat, egal, komm. Noch ein Nahkampf. Easy. Jawohl, auf geht's.
So, Nahkampf. Bam. Okay, der kann jetzt ein bisschen wehtun, eine Attacke, aber sollte ja nicht effektiv sein. Kreideschaden. Gut, ich habe nichts gesagt. Es wird nicht wehtun. Es wird ihm wehtun. Immer um ein Flammrad. Eigentlich sollten wir unser Close Combat für den Arenaleiter aufbewahren, aber ich glaube, wir haben noch PP-Erfrischer. Deswegen ist, glaube ich, alles Gucci. Nee. Nee. Jetzt das eine Frau. Nein. 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 Nein, bitte. Nein. 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 Nicht Bronzelo over again. Please. No. 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 Ich kann nicht mehr. Dieses Pokémon. Es macht mich seelisch kaputt. Wir müssen es töten, so schnell wie möglich. Okay, sehr gut. Erstes Bronzel ist weg. Noch ein Bronzel. Oh, fuck. Warum habe ich gesagt, erstes Bronzel ist weg? Ich hoffe, Flammrad one-shotted ist. Für diejenigen, die nicht wissen, warum ich so bei Bronzel abgehe. Ich glaube, das waren den 10er-Reihen von den Folgen. Nice, ein Crit. Oh Gott, ein Bronzel hat uns fast vergewaltigt und das war ein wildes. Und ich glaube, dann gab es nochmal ein Bronzel in einem Trainerkampf von Team Galactic, glaube ich. Und es hat uns auch fast auseinandergenommen. Deswegen, Bronzel will ich hier nie wieder sehen. Weg damit. Weg damit. Weg. Weg. 1 KP. Nein. Nein, und es macht genau die Attacke, wo ich die... Ich habe sie befürchtet. Scheiße. So, kann sein, dass ihr wieder gerade ein Auto gehört habt, also Hintergrundgeräusche. Ich habe wieder das Fenster auf, weil es ist gerade so übertrieben geile Luft draußen. Ein Crit, nice. Übertrieben geile Luft und frische Luft vor allem. Und ja, deswegen. Ich hoffe, das stört aber nicht zu sehr. So. Sind wir jetzt beim Arenaleiter? Ich glaube, ja. Sind wir. Okay, der sieht ein bisschen grimmig aus. Nein, noch nicht speichern. Wir brauchen ja erstmal noch unseren AP+. Hebt die Max-Anzahl einer... Nein, Top-Ether. Füllt die AP einer ausgewählten Attacke eines Pokémon vollständig auf. Haben wir vielleicht irgendwie ein gehaltvolles Getränk, das die KP-Anzahl eines Pokémons dauerhaft erhöht? Hm, nicht schlecht. Initiativwerte. Könnte man Lucio geben? Aber scheiße, sind wir auf. Wir machen erstmal den Top-Ether. Und zwar das bei Nahkampf. Hat sich zwar jetzt überhaupt nicht gelohnt, aber ja. Hebt die maximale Anzahl der AP einer Attacke eines Pokémon auf jeden Fall für Nahkampf. Weil Nahkampf übelst geil ist. Aber wir haben noch eins. Cool. Hat es eine Berry? Ich glaube nicht. Kann es eine Berry haben? Wir eine... macht einen Pokémon freundlicher, reduziert aber permanent KP. Nein. Nein. Wir haben keine Beeren, die unser Pokémon heilen. Füllt die Beere die KP eines Pokémon auf, bewirkt eventuell Verwirrung. Nein. Frost, Verbrennung. Vergiftung, schlafendes Pokémon, Paralyse. Ich wäre fast für Verwirrung. Weil ich diesen Nazi-Stahl-Pokémon nicht traue. Die werden uns 100% verwirren. Erstmal speichern. Und dann haben wir den 6. Orden. Läuft. Ah, das ist der Orden von Erzlingen. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Und im Gegensatz zu weit... bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Das sehen wir mal, Adam. Ich glaube, Eva hast du zu Hause gelassen am Herd. Mit deiner Schaufel. Das ist ja nicht mal ein Bizeps. Gut, ein Magneton.
Ich liebe die Musik vollkommen und geil. Und ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Fällt mir gerade ein. Wenn man, glaube ich, die PP von einer Attacke erhöht, dann ist sie danach auch automatisch refreshed, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir machen einfach Nahkampf und hoffen, dass wir treffen. Perfekt. Wenn wir jetzt 6-mal Nahkampf einsetzen können und alle 6-mal treffen, ist, glaube ich, jedes Pokémon One-Shot, weil Nahkampf ist so broken. Vor allem auf Mawile. Mawile, Mega-Entwicklung, Close Combat. Holy shit. Das hat so weh getan. Okay, es hat nur 3 Pokémon. Okay, Adam, es tut mir leid, aber du kannst Eva gleich am Herd Hallo sagen. Die ist mit ihrer Suppe gleich ready. Fuck. Das war jetzt nicht ganz so geplant wie... Das wird wehtun. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Das überlebst du. Come on. Obwohl wir 2-mal gesunken sind, überlebst du, überlebst du. Okay, das war zu krass. Wir waren -2. Ich werf Bedisa als Opferung ins Team. Wir haben keinen Beleber. Oh Gott. Doch, wir haben da Beleber. Das war nur im falschen Tab. Okay. Lichtkanone. Okay, man kann so übertreiben, das Pokémon ist Level 3 oder so. Ja, ich glaube selbst ein Crit auch noch. Ich glaube selbst ein Kreideschrei in Anführungszeichen. So ein Kreideschrei. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ein Kreideschrei hat das Pokémon selbst weggepustet. Flammrad, Panferno, auf geht's. Es hat bis jetzt noch kein Hyperheiler eingesetzt. Ich sag mal S, das klingt so komisch, aber der Arenaleiter. Merkwürdig. Was ist sein letztes Pokémon? Bulteros, das sagt mir nichts, aber ich glaube, dass wir das mit einem Close Combat oder Nahkampf nicht töten werden. Deswegen hole ich mal Macholo rein. Lade Panferno auf. Und dann geht's ans Eingemachte. Ah, das ist das Pokémon, okay. Ha, mein letztes Pokémon, das wird der Entscheidungskampf. Du hast schon verloren. Aber gut, das wird der Entscheidungskampf. Lassen wir mal so in den Raum stehen. Warum nicht? Steinkante. Wenn das Macholo überlebt, ne, würde ich sagen, ist peinlich. Aber gut, Macholo ist halt noch nicht so eine Kante, deswegen, versteht ihr? Wegen Steinkante. Schenkelklopfer. Okay. Wir müssen wieder Pokerface aufsetzen. Das ist ein harter Kampf. Nahkampf, auf geht's. Ist es dated? Nice, ist es dated. War jetzt nicht schwer, der Orden. Yay, wir haben den 6. Orden. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Mimsa hält den Minenorden von Adam. Dab, dab, dab. Dank des Minenordens kannst du nun die Attacke Stärke auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Nun besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, das gebe ich dir noch. Die haben 91. Das ist Lichtkanone. Trifft sie den Gegner, wird dessen Spezialverteidigung eventuell gesenkt. Vielen Dank dafür, Homeboy. Wir haben den 6. Orden, wir haben Stärke. Also jetzt ist Stärke einsetzbar. Wir können zu Elisus zurück und in die Höhle und Stärke einsetzen, um weiterzukommen, um zum 7. Orden zu gelangen. Und aber das machen wir alles in der nächsten Folge Pokémon Platin. Ich bin raus. Peace.